Moin Leute, ich bin der Alex und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter News. Ja, diese The Hunter News Folge kommt ein wenig verspätet, das soll aber nicht so schlimm sein, denn jeder, der eventuell sogar den Livestream geguckt hat, weiß im Grunde genauso viel wie ich, wenn nicht sogar mehr. Fangen wir aber trotzdem mit dem ersten Thema an und das wäre der Name der neuen Karte, nämlich Pickabean Bay. Und ja, der Name ist wirklich passend mit Bay, weil die Karte liegt am Ozean. Wir haben hier wirklich einen schönen Strand und alles. Und da zeige ich jetzt auch gleich noch ein Bild. Das blende ich mal hier jetzt ein. Da haben wir nämlich jetzt noch ein Bild vom Strand, der nicht im Livestream gezeigt wurde. Und ja, Pickabean kommt von der Pickabean Palm und die gibt der neuen Karte dann halt den Namen. Das ist eine Pflanze, die ziemlich verbreitet in Australien ist. Ja, kommen wir jetzt gleich zum Livestream. Der war ja am Donnerstag und da ja, gab es einige Informationen. Zum einen zum Beispiel, dass es eine Art Wasserflasche geben wird. Ich weiß da auch noch nicht so genau Bescheid. Da werden wir jetzt einfach in der nächsten Woche wahrscheinlich mehr erfahren. Und vor allem am Dienstag gibt es dann um 16 Uhr den nächsten Livestream. Solltet ihr auf jeden Fall alle einschalten, weil das wird dann so wahrscheinlich der Livestream, der dann den Release anteasert. Ich bin der Meinung, dass dann eventuell schon am Mittwoch oder Donnerstag die Karte kommen könnte. Wird auf jeden Fall interessant. Ja, und wie in den Wochen davor, in dem Status-Update davor, gab es ja ein kleines Q&A mit den beiden Entwicklern, die an der neuen Karte gearbeitet haben. Und jetzt halt auch mit Matthias, der hat die neue Karte zum Teil designt. Und ja, da haben wir jetzt einfach mal zwei Bilder von der neuen Karte aus dem Entwicklungsprozess. Da sehen wir einmal den Fluss, wie der von oben gebaut wurde und dann auch so schön den Wald. Die Auflösung bzw. die Qualität vom Bild ist jetzt natürlich nicht so gut, weil wir kennen ja The Hunter, da gibt es eine Renderdistanz und je näher man rangeht, umso besser ist dann auch das Baum- bzw. Vegetationsmodell. Und auf dem zweiten Bild sehen wir jetzt hier halt Photoshop ein paar Texturen. Das ist halt aus dem Entwicklungsprozess wirklich mal interessant, mit welchen Programmen die arbeiten, dass die zum Beispiel auch mit Photoshop arbeiten, hätte ich nicht gedacht. Ja, und kommen wir zum letzten Thema. Docs-Chat ist zum Teil offen. Und zwar gibt es jetzt die Winter-Sweater, den Rudolf-Sweater und diesen schwarzen Sweater und dann natürlich passend dazu auch die Handschuhe und die Mützen. Die gibt es jetzt im Shop. Da hatte sich auch ein Member beschwert, warum sie denn jetzt, wenn sie was aus dem Docs-Chat releasen und zum Verkauf freigeben, warum sie es dann nicht einfach im Docs-Chat lassen. Also einfach nur im Docs-Chat lassen und da einfach die Artikel kaufbar machen. Nein, die müssen diese Artikel noch extra in den Store wieder reinpacken, was dann halt wieder für Verwirrung sorgt. Finde ich jetzt auch nicht so gut. Die sollten es einfach im Docs-Chat lassen und dann gut sein lassen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt auch mal ein kurzes Status-Update. Wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder. Kommt bei uns auf dem Teamspeak vorbei, wenn ihr Lust habt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und ja, guckt auf jeden Fall den Livestream am Dienstag um 16 Uhr. Und dann kann ich eigentlich nur sagen, bis zum nächsten Mal.